Im südöstlich von Krakau gelegenen Konzentrationslager Plaszow wurden zehntausende Menschen brutal ermordet oder ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort vergast. Als Kommandant des Lagers war Amon Göth für seine brutalen und sadistischen Verbrechen berüchtigt und wurde spätestens mit dem Film Schindlers Liste weltweit unrühmlich bekannt. Göth ermordete beinahe täglich aus seiner bloßen Laune heraus unschuldige Insassen, genoss dabei die Todesangst seiner Opfer und ließ einige der Hinrichtungen sogar mit klassischer Musik untermalen. Besondere Bekanntheit erreichte seine Vorliebe dafür, vom Balkon der Lagervilla mittels eines Gewehrs auf die ahnungslosen Häftlinge zu schießen, die dieser selbst als nutzlose Schweine bezeichnete. Mindestens 500 Menschen ermordete Göth eigenhändig, meist angetrieben von sadistischen Gewaltexzessen, was diesen den Namen Schlächter von Plaszow einbrachte. Amon Leopold Göth wurde am 11. Dezember 1908 in die gutbürgerlichen Verhältnisse einer Wiener Verlegerfamilie hineingeboren. Im Kindesalter wurde er von seinen Mitmenschen Moni genannt. Der Spitzname sollte auch später eine Rolle für Göth spielen. So soll dieser seinen Geliebten aufgefordert haben, ihn so zu nennen. Göth zeigte in der Schule nur wenig Interesse am Unterrichtsgeschehen, hatte überwiegend schlechte Noten und brach seine schulische Ausbildung ohne Abschluss ab. Wie viele andere Arbeitslose zu dieser Zeit war er empfänglich für die erstarkenden rechten Einflüsse und wurde bereits mit 17 in diversen rechtsradikalen Gruppierungen aktiv. Amon Göths Weltanschauung wurde über die nächsten Jahre stark antisemitisch geprägt und der spätere Lagerkommandant fühlte sich insbesondere durch die österreichische Regierung nicht gut vertreten. Beispielsweise störte er sich an der fehlenden Radikalität der Regierenden. Die Erfolge der Nationalsozialisten bei der Reichstagswahl 1930 im Deutschen Reich bewogen Göth dazu, im Mai 1931 der Wiener NSDAP beizutreten, in der dieser bestrebt war, Karriere zu machen. Noch im gleichen Jahr wurde er in die SS aufgenommen und Göth stieg bedingt durch seine Skrupellosigkeit schnell innerhalb der rechtsradikalen Partei auf. Zu dieser Zeit herrschte der Politiker Engelbert Dollfuß quasi diktatorisch über Österreich, wobei die sogenannte austrofaschistische Regierung den Nationalsozialismus ablehnte, was die Anhänger Hitlers im Juli 1934 dazu veranlasste, einen Umsturzversuch durchzuführen. Im sogenannten Juliputsch überfielen als Soldaten oder Polizisten verkleidete SS-Männer das Bundeskanzleramt in Wien, wobei zeitgleich die Falschmeldung rausgegeben wurde, dass Dollfuß die Regierungsgeschäfte abgegeben hätte. In mehreren Teilen des Landes erhoben sich daraufhin die Anhänger Hitlers, um gegen die Streitkräfte der Regierung vorzugehen. Der Aufstand konnte niedergeschlagen werden. Engelbert Dollfuß wurde jedoch im Bundeskanzleramt ermordet und es wurde landesweit nach den Tätern gefahndet. Die Rolle von Amon Göth im Juliputsch konnte bis heute nicht eindeutig geklärt werden. Jedoch ist bekannt, dass dieser anschließend gesucht wurde und nach München fliehen musste. Nach dem Anschluss Österreichs im Jahre 1938 kehrte er nach Wien zurück, wo er sich der dortigen SS anschloss. Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Und Göth meldete sich im März 1940 freiwillig zur Waffen-SS, in welche er für Verwaltungsaufgaben in den besetzten polnischen Gebieten eingesetzt wurde. Im Frühjahr 1942 wird der ambitionierte SS-Mann Göth mit dem Ausbau des Arbeitslagers Budzin betraut, wobei Baracken für etwa 2000 jüdische Zwangsarbeiter aus einem nahegelegenen Konzentrationslager errichtet wurden. Anschließend war er bei der Zerschlagung zahlreicher kleinerer Ghettos beteiligt, wobei es zu unzähligen Gräueltaten durch Angehörige der SS kam. Um in Konzentrationslager mit besseren Lebensbedingungen zu kommen, wurden von den Betroffenen zu hundertfach Bestechungsmaßnahmen, sogenannte Freikäufe, durchgeführt. Göth wurde hierbei vor Augen geführt, welche Geschäftsmöglichkeiten der Judenmord für diesen birgt, was seinen späteren Ruf als korrupten Lagerkommandanten begründen sollte. Über den Sommer 1942 hinweg war Göth mit der Beschaffung von Baumaterialien für sogenannte geheime Baumaßnahmen betraut.
wobei es sich bei diesen vermutlich um die Materialbeschaffung für die Krematorien der Vernichtungslager Belzec, Sobibor und Treblinka handelte. Amon Göth leistete hierbei einen Beitrag zur Errichtung der Lager, in denen hunderttausende Menschen direkt nach ihrer Ankunft vergast wurden. Im März 1943 wurde Göth mit den Ausbauarbeiten des berüchtigten Arbeitslagers Plaschow beauftragt, indem er sich seinen abscheulichen Ruf aufbauen wird. Die erste Aufgabe in seinem neuen Wirkungskreis war die rücksichtslose Vertreibung der noch in unmittelbarer Lagerumgebung ansässigen polnischen Familien aus ihren Häusern. Zugleich verschärfte er unter Androhung der Todesstrafe den Zeitplan für die Fertigstellung neuer Baracken. Amon Göth erzählte seinem Vater voller Stolz, dass dieser nun der Kommandant eines größeren Lagers war. Der Kriegsverbrecher hatte sein großes Ziel erreicht. Und für seine Insassen bedeutete das ein beispielsloser sadistischer Terror. Dies fing bereits beim morgendlichen Zählappell an. Als Amon Göth beispielsweise das Fehlen zweier Mädchen bemerkte, erschoss er in einem Tobsuchtanfall wahllos zwei in der Nähe befindliche Juden mit seiner Dienstwaffe. Die vermissten Kinder wurden im Laufe des Tages aufgespürt und auf Göths Befehl hin unter Einspielung eines Schlagerliedes auf dem Lagergelände öffentlich gehängt. Musikalische Untermalungen bei der Durchführung von Selektions- oder Bestrafungsaktionen entwickelten sich in Folge zu einem gefürchteten Markenzeichen Göths, wobei dieser die Musik auch nutzte, um die Schreie verzweifelter Eltern zu übertönen, deren Kinder nach Auschwitz-Birkenau deportiert und vergast wurden. Zeugen berichteten, dass Göths mörderische Absichten bereits an seiner Kleidung abgelesen werden konnte. Trug dieser während des Dienstes eine Käppi, bestand keine große Bedrohung, wohingegen beim Tragen eines Offiziershutes oder seiner weißen Handschuhe akute Todesgefahr bestand. Göth suchte sich dann stets ein oder mehrere Insassen aus, die dieser kaltblütig ermordete. Der Lagerkommandant mordete willkürlich und für die kleinsten Vergehen. So erschoss er Insassen, die diesen direkt in die Augen gesehen oder nicht korrekt gegrüßt hatten. Wenn Göth die Reihen der Häftlinge durchschritt, herrschte Totenstille. Die Augen der Häftlinge waren nach unten gerichtet und die Todesangst war allgegenwärtig. Der Kriegsverbrecher hatte die sadistische Angewohnheit, morgens vom Balkon seiner Lagervilla auf die ahnungslosen Häftlinge zu schießen, welche er als wertlose Schweine bezeichnete. Göth genoss dabei den plötzlichen Umschwung zur panischen Angst bei den Insassen. Er sah sich dabei als überlegen an und konnte seine ausgeprägte sadistische Ader befriedigen. Der Lagerkommandant besaß zudem zwei abgerichtete Hunde, welche sich auf seinen Befehl hin auf Insassen stürzten und diese zerfetzten. Amon Göth tötete eigenhändig mindestens 500 Menschen, die meisten davon in willkürlichen Gewaltexzessen, was diesem den Spitznamen Schlechter von Plaschow einbrachte. Der Lageralltag war geprägt von willkürlichen Exekutionen, Schikanen, Demütigungen und Folterungen durch das Lagerpersonal. Viele der Insassen überlebten keine zwei Wochen. Erfolgreiche Ausbrüche wurden mit der Exekution jedes zehnten Häftlings aus der Gruppe des Geflüchteten geahndet. Nachdem Göth einen Menschen ermordet hatte, forderte er manchmal dessen Akte an, um Verwandte ebenfalls töten zu lassen, da er keine unzufriedenen Leute im Lager haben wolle. Auch außerhalb des Lagers war er für zahlreiche schwere Kriegsverbrechen verantwortlich, beispielsweise bei der Liquidierung des Krakauer Ghettos Mitte 1943. Hier fiel Göth insbesondere durch körperliche Misshandlungen von Frauen, Kindern und Säuglingen und deren anschließender Tötung auf. Innerhalb von zwei Tagen wurden im Krakauer Ghetto 1000 Juden ermordet und weitere 4000 in Vernichtungslager deportiert. Augenzeugen berichteten anschließend sogar von der Schändung und Vergewaltigung von bereits getöteten Frauen durch die SS. Unter Amon Göths Leitung wurden im KZ Plaschow mindestens 8000 Menschen ermordet und tausende weitere nach Auschwitz deportiert. Während seiner Zeit als Lagerkommandant bereicherte sich Amon Göth durchgehend an den Besitztümern seiner Opfer. In regelmäßig durchgeführten Razzien der Baracken wurden Wertgegenstände eingesammelt und in einem Safe
in seiner auf dem Lagerkomplex stehenden Villa eingelagert. Auskunft über Verstecke erzwang Goethe unter Androhung der Todesstrafe und dem Einsatz von Peitschenhieben. Das Raubgut wurde auf dem Schwarzmarkt verkauft und Goethe baute sich ein Millionenvermögen auf. Goethes anhaltende Schwarzmarktgeschäfte, das strenge Verhalten gegenüber anderen SS-Aufsehern sowie sein luxuriöser Lebensstil führten im Sommer 1944 zu einer Anzeige durch andere SS-Angehörige und einer nachfolgenden Verhaftung durch die Gestapo. Bis zum April 1945 sitzt er in Untersuchungshaft, bis er aufgrund des deutschen Mangels an Soldaten einem Flak-Regiment zugeteilt wurde. Kurz nach Kriegsende wurde Amon Goethe vom amerikanischen Geheimdienst festgenommen, dem zahlreiche Hinweise seiner grausamen Kriegsverbrechen vorlag. Der ehemalige Lagerkommandant wurde am 30. Juli 1946 an Polen ausgeliefert, wobei dieser von Sicherheitskräften geschützt werden musste, um nicht direkt vom anwesenden wütenden Mob gelyncht zu werden. Amon Goethe wurde am 27. August in Krakau vor Gericht gestellt, wobei er sich während des gesamten Prozesses unbeeindruckt zu den Vorwürfen zeigte. Bei Aussagen über begangene Gewaltexzesse stellte er die Glaubwürdigkeit der Zeugen in Frage und verteidigte seine Handlungen damit, lediglich Befehle ausgeführt zu haben und wies jegliche Verantwortung von sich. Darüber hinaus brachte der Kriegsverbrecher seine Missachtung des Gerichts durch demonstratives Polieren der Fingernägel zum Ausdruck. Aufgrund der Ermordung von mehr als 8000 Menschen allein in Plaschow, der Mitschuld am Tod weitere 2000 Menschen bei der Liquidierung des Krakauer Ghettos sowie hunderten weiteren Morden, wurde Amon Goethe am 5. September 1946 zum Tod durch den Strang verurteilt. Die Hinrichtung wurde 8 Tage später im Krakauer Gefängnis durchgeführt, wobei die letzten Worte des ehemaligen Lagerkommandanten Heil Hitler waren. Amon Goethes Werdegang zeigt, was passieren kann, wenn eine zutiefst sadistische und bösartige Person die absolute Kontrolle über zehntausende Menschen bekommt und quasi Herr über Leben und Tod spielen kann. Er handelte über Jahre hinweg aus den niedersten Motiven Mordlust und Habgier. Ein Gewissen war niemals vorhanden und Goethe hätte wahrscheinlich auch niemals Einsicht für seine Taten gezeigt. Doch der Kriegsverbrecher musste sich nach dem Krieg den Konsequenzen seiner grausamen Verbrechen stellen und hatte selbst keine Gnade zu erwarten.